Freunde, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Squad-Kanal. Der Anlass, aus dem wir uns heute hier in diesem Video zusammenfinden, ist Maestro Kipembe. Ja, Freunde, es ist soweit. EA hat es getan. Haben Kipembe eine Special-Karte gegeben. Aber nein, es ist kein Team of the Week oder irgendeine andere Special-Karte. Einfach so bleibt, wie sie ist. Nein, Freunde. Schaut es euch an. EA hat eine Road to the Final Karte gegeben. Das heißt, er kann sich auch noch upgraden, Freunde. Nicht schlimm genug, dass er eine Special Karte bekommen hat. Nein, er hat eine Live-Karte bekommen, Freunde. Schaut euch bitte diese Stats an. Er hat 85 Pace, 87 Defending, 90 Physis. Freunde, packt mal ein Shadow drauf und er wird zum 93er Centerback. Das ist eine Karte, die besser ist als jeder Totti, der in der Innenverteidigung kam. Ja, er hat 95 Pace mit Shadow, 95 Defending. Und Leute, wenn Paris die Champions League gewinnen sollte, dann hat er eine 99er Karte, easy. Easy going, 99er Karte. Dann noch mit den Work Rates, Medium, High. Freunde, er wird uns alle auseinandernehmen. Nächste Weekend League. Nein, ich will das nicht, Freunde. Und das Ding ist, ich denke, ich werde ihn öfter nächste Weekend League sehen, als meine Schwester, als meine Mom und als jeglichen Freunde, die ich dieses Jahr getroffen habe. Ich werde ihn dieses Wochenende öfter sehen, als diese ganzen Leute. Er kostet zwischen 1,02 Millionen und 1,29 Millionen, Freunde. Und für so eine Karte ist es ein absolut geiler Preis. Frankreich und Ligue 1, Link 10 von 10, Karte 12.000 von 10. Guck mal, seine 83er Goldkarte haben schon alle auseinandergenommen. Ja, er war wie Türsteher. Du kommst da nicht rein. Such dir einen anderen Weg, aber nicht bei mir. An mir kommst du nicht vorbei. Und guck mal, Frankreich Link. Stellt euch vor, ne? Kipembe. Und dann nehmen wir ran Flashback. Freunde, wir sind am Arsch. Wir werden nie wieder durch diese Verteidigung kommen. Wirklich, es wird unfassbar schwer sein, weil er einfach auch vom Bodytype eine absolute Maschine ist. Freunde, aufpassen. Ich habe noch einen zu 100% safen Trading-Tipp, Freunde. Ihr werdet damit wirklich beste Investition, Freunde. Jetzt, nur jetzt, investiert in Controller jeglicher Art. PlayStation 5 Controller, PlayStation 4 Controller, Xbox Controller. Weil, Freunde, das ist eine Controller-Breaker-Karte. Wahnsinn. Wahnsinn. GGs an jeden, der ihn zieht. Und GGs an jeden, der ihn sich leisten kann. Wirklich, ich ziehe meinen Hut für euch, auch wenn ich jetzt keinen aufhab. Aber, ey, ehrlich. Ich werde mir nicht leisten können. Ja, ich bin froh, wenn ich momentan mit meinem SBC-Futter da irgendwelche, diese aktuellen, die immer so rauskommen, machen kann. Oder Top-Partien oder so, ja. Wirklich, dickes GG, Freunde. Und, ey, Kopf hoch, wenn ihr ihn seht. Neymar Flashback, Freunde. Holt ihn euch. Und vielleicht könnt ihr euch dann vorbeiwuseln. Aber es wird echt schwer, Freunde. Ja, Freunde, das war's dann auch wieder mit dem Video. War ein kurzes Review für Maestro Kipembe. Stay wild, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, ein kostenloses Abo und aktiviert die Glocke, damit ihr keines mehr der Video auf dem Squad-Kanal verpasst.
Und ja, Freunde, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao.